schnell Fett verlieren wollt, so eine Hardcore-Diät, 4-6 Wochen, schmelzen die Pfunde, da geht der Bauchspeck weg. Besten nichts essen, nur ein paar Pülferchen am Tag trinken. Gibt es auch ganz tolle Kräuterextrakte, da gibt es in kleinen Kapseln, Grüntee, Green, richtig krasse Sachen gibt es da. Ich verarsche euch gerade. Und es sind viele dabei, die lassen sich nicht verarschen, weil sie wissen, das ist Bullshit. Bullshit ist es. Warum ist es Bullshit? Es hat noch nie funktioniert, es wird nie funktionieren. Wenn ihr was lest, wo ihr versprochen bekommt, dass ihr innerhalb von kurzer Zeit das erreicht, was ihr sonst noch nie erreicht habt, dann wisst ihr ganz genau, shit, ich bin dem Marketing auf den Leim gegangen. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Riedenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mit dem ernsten Thema. Vorher nochmal, Mr. T ist am Start, Schleichwerbung ist am Start und hier die rote Karte, wenn es blöd wird. Uff, passe. Also, als über 50-Jähriger hat man natürlich hier auch seinen Spickzettel und die Brille. 8 Dioptrien, also ohne Brille sehe ich gar nicht, ob da eine Kamera steht. Heute haben wir wieder das Thema, das ist immer ein spannendes Thema, warum? Die Jahreszeit passt gerade. Die Jahreszeit passt gerade hervorragend, es wird warm draußen, die Sonne scheint. Mein Terminkalender ist voll. Alle melden sich und sagen, Mr. T, der Sommer kommt, Hilfe, hilf mir. Und ich darf natürlich den Karren aus dem Dreck ziehen, mache ich aber sehr, sehr gerne. Was ich aber auch sehr gerne mache, ist euch warnen vor diesen seltsamen, typischen, Marketing-gut gemachten Werbungen. Freunde, wenn ihr tatsächlich denkt, männlich wie weiblich, wobei man hier natürlich sagen muss, Ladies, da seid ihr ein Stückchen anfälliger dafür. Wenn ihr tatsächlich denkt, in 4 Wochen könnt ihr 10 Kilo verlieren. Wenn ihr tatsächlich denkt, dass es Sinn macht, am Tag zwar mal ein Pülferchen zu trinken, ein Doktor, was weiß ich was Diät, ein super schön aufgemachtes Döschen mit einer schlanken Lady drauf, die sagt, ja, dieses wohlschmeckende Pulver macht mich so schlank und sexy. Wenn ihr tatsächlich denkt, dass ihr in so einer kleinen Kapsel, die ihr zweimal am Tag nehmen sollt, dass da der Erfolg drin steckt, dass da letztendlich das Ergebnis drin steckt, was ihr über Jahre hinweg an passiver Körpermasse, das war jetzt pädagogisch sehr wertvoll, passiver Körpermasse angesammelt habt. Soll ich euch den normalen Ausdruck sagen für passive Körpermasse? Ich weiß, ihr wollt nicht hören, es ist pädagogisch nicht wertvoll, aber ich sag's trotzdem. Diese nicht schönen Fettansammlungen am Bauch, am Po, am Innenschenkel, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass ihr die mit so einer kleinen Pille, dass ihr das in 4 Wochen wegbekommt, was ihr vorher in 2, 3, 4 Jahren oder in einem ganzen Dreivierteljahr bevor euch ordentlich hier reingeschoben habt, in Form von Kuchen, in Form von Nudeln, Kartoffeln, Reis, Unmengen, in Form von unregelmäßigem Essen, in Form von Süßigkeiten, in Form von Alkohol. Wenn ihr tatsächlich glaubt, dass das funktioniert, dann seid ihr hier auf meinem Kanal komplett falsch. Das sind nichts anderes wie einfach nur leere Versprechungen. Nichts anderes wie leere Versprechungen, die nur dazu dienen, euch jetzt genau in diesem Moment, wo draußen die Sonne scheint, direkt am Nacken zu packen und sagen, stopp, ich habe für dich das Richtige. Und warum habe ich für dich das Richtige? Weil ich deine Gedanken kenne. Weil ich weiß, was du denkst. Weil ich weiß, du hast keine Lust, Zeit zu investieren. Weil ich weiß, du hast überhaupt keinen Bock, in der Woche so und so viel Sport zu machen. Das ist ja viel bequemer, auf dem Sofa zu liegen und einen leckeren Wellness-Drink zu konsumieren. Ja, deswegen, genau deswegen wirst du geschnappt. Genau deswegen gibst du Geld aus. Weil du nämlich genau maßgeschneidert die Werbung vor die Nase kriegst für das, was du suchst. Das möchtest du unbedingt haben. Ganz ohne Aufwand, ganz ohne Investment, ganz viel erreichen. Genau deswegen werden Menschen ganz oft über ihren Geldbeutel bestraft. Und als ob es nicht reichen würde. Es gibt viele Menschen, die machen das mehrmals in ihrem Leben. Die machen das immer wieder, fallen immer wieder darauf rein. Auf Diäten. Fallen immer wieder rein auf Wunderpillchen. Warten schon wieder bis zum nächsten Frühjahr. Bis im Januar oder auch jetzt Ende März, Anfang April, wenn es wieder draußen ein bisschen schön wird, die ersten Anzeichen kommen. Ah, da ist wieder was. Ein Geheimnis. Sie haben das 50 Jahre verborgen. Jetzt ist es rausgekommen. Da ist das Geheimnis. Ich weiß, was ich tun muss. Das Pülferchen kaufen, das Süppchen kaufen, die Salbe kaufen.
So, jetzt reicht's. Ich habe euch genügend beschimpft, ich weiß. Die Wahrheit ist immer nur so lange schön, bis man sie hört. Also Freunde, eine Bitte an euch. Wenn ihr euch entscheidet, was für eure Gesundheit zu tun, wenn ihr euch entscheidet, ihr möchtet den Fitness-Lifestyle leben, wenn ihr einfach möchtet, sagt, oh, ich habe jetzt die Schnauze so gestrichen voll, ich kann mich nicht mehr sehen, ich mag mich so nicht mehr, ich hasse es, wenn ich die Treppen hochlaufe und ich schwitze, ich mag es einfach nicht mehr laufen, so große Kleider zu kaufen, dass man es nicht mehr sieht. Wenn ihr einfach sagt, ich will jetzt wieder fit werden, ich möchte einen kleineren Bauch, ich möchte einen kleineren Po, dann tut mir bitte einen Gefallen. Investiert nicht in kurzfristige Maßnahmen. Kurzfristige Maßnahmen sind nur kurzfristige Ergebnisse. Ihr werdet keine 4 Wochen Diät danach halten können, sondern wenn ihr euch für was entscheidet, dann ist eine langfristige Maßnahme. Ein langfristiges Investment in eure gesunde Zukunft. Und das ist eine Ernährungsumstellung. Genau. Ihr müsst auf Dauer gewisse Regeln einhalten. Ja, und da gehört auch das Wort Disziplin dazu. Man kann nicht einfach alles wollen. Man kann nicht 5 Pizzen in der Woche essen. Man kann nicht 2 Tafeln Schokolade. Es geht einfach nicht. Gewisse disziplinarische Maßnahmen muss man einhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu essen haben. Wir müssen ja nicht verhungern. Wir haben doch alles. Aber bitte, lasst uns doch nicht unseren Lebensluxus anhand der Pizza, anhand des Bieres, anhand des Weines, anhand der Sahnesoße festmachen. Das ist Luxus. Kann man machen am Sonntag. Kann man machen am Feiertag. Man kann gezielt auch mal ein Stückchen Schokolade. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber eine Grundregel müssen wir einhalten. So, Freunde. Das war wieder Mr. T zum Thema Aufpassen. Obacht. Attentione. Die wollen ihr Geld haben. Die wollen dein Geld haben. Dafür ist ausgelegt. Und die wollen es nicht nur einmal haben, die wollen es auch mehrmals haben. Auch ich verdiene gerne Geld, aber ich verdiene gerne mein Geld auf ehrliche Weise. Und deswegen bist du bei mir in den besten Händen, wenn du sagst, ja, ich möchte mich verändern, ja, ich möchte langfristig in meine Zukunft, in meine gesunde Zukunft investieren, dann bist du bei mir richtig. I want you. Das war's, ihr Lieben. Bis bald zum Thema Fitness over 50.